Es ist das bisher größte Spiel der Saison für die TuS Dassendorf und Martin Harnik. Am Wendelweg gastiert der TSV Sasel zum 8. Spieltag der Oberliga Hamburg. Die Mannschaft von Danny Zankel in einer blendenden Verfassung, Tabellenplatz 2 hinter den Dassendorfern. Die Gäste wollen ärgern. Kapitän Deran Toxis bei der Seitenwahl mit Martin Harnik. Ein kurioses Bild, wenn man bedenkt, dass Toxis gegenüber dem Österreicher wie ein Oberliga-Veteran wirkt. Die Gastgeber in Weiß von links nach rechts mit Maggio. Gut reingebracht, Ball abgelegt für Dettmann. Total verzogen, aber der Ansatz wird sofort klar. Über die Flügel Dominanz aufbauen. Aber so einfach geht das mit den Saselern nicht. Die Gäste haben sich einen Spielplan zurechtgelegt. Die erste Chance für die Männer in Rot durch Eckball von Chilikten. Gerken. Viel Platz für Toxis. Warum nicht? Hat Timo Adomat als Kapitän beerbt beim TSV Sasel, Deran Toxis. Wer, wenn nicht er, werden sie sich am Parkweg gefragt haben. Geht auch bislang mit gutem Beispiel voran. Hat schon 4 Tore in dieser Saison erzielen können. Die Partie von viel Taktik geprägt. 42 Minuten schon gespielt. Wenige Torchancen. Jetzt mal mit Lahm. Etwas zu viel Platz, gut verlagert auf Maggio. Der versucht es einfach mal, wunderbarer Schuss, 1:0 Dassendorf, ein Traumtor. Mattia Maggio, 4. Saisontreffer und was für einer, den hat er aber perfekt erwischt. Und hier zeigt sich seine ganze Schusstechnik, ein Tor aus dem Lehrbuch. Dufour kann nur hinterher fliegen, 1:0, die Folge zur Halbzeit durch eine Individualleistung von Mattia Maggio. Die Dassendorfer starten auch besser in Halbzeit 2, weiter Ball nach vorne. Tim verschätzt sich, Platz für Bergmann. War schon im 1 gegen 1, Dennis Bergmann an einem besseren Tag, macht er den? Hier sehen wir es nochmal, was für eine Gelegenheit das für Bergmann war. Ihm versagen aber heute die Nerven. Sasel jetzt intensiver in Durchgang 2 dabei. Zankel hält am eigenen Plan fest. Tim. Gerken. Auch der Versuch. Super Tor. 1:1. Besser geht es kaum. Unfassbare Szenen in Dassendorf. Jean-Lucas Gerken, sein 2. Saisontreffer und auch der ist so wunderschön. Grune kommt da natürlich nicht mehr ran. Jean-Pierre Richter motiviert noch einmal seine Mannschaft. Er will diese Partie wie alle anderen noch gewinnen. Wieder Sasel. Jetzt geht es immer wieder zielstrebig nach vorne. Gerken. Rechts läuft Grünberg. Nimmt damit und Donder trifft den Ball nicht richtig. Dennoch sind die Ansätze in der zweiten Halbzeit deutlich besser zu Ende gespielt bei den Saselern. Dassendorf drückt jetzt aber auf den Führungstreffer. 89. Minute. Weiter Ball. Und Chilikten gegen Kleine. Kleine gewinnt das Duell für sich. Harnik jetzt mit Tempo über rechts. Sieht Müller. 2:1. Dassendorf im allerletzten Moment. Sven Müller. Und es ist ihm und der Mannschaft so wichtig. Der 31-Jährige mit seinem 3. Saisontor. Im richtigen Moment angetreten. Weiß, wo er zu stehen hat. Die Absprache mit Harnik stimmt. Und so Dassendorf mit dem 2:1. Sasel versucht es nochmal, findet aber in den letzten Minuten kein Durchkommen mehr. Die TuS Dassendorf gewinnt mit 2:1 gegen den TSV Sasel und damit gegen den Tabellenzweiten, der sich richtig gut geschlagen hat. Danny Zankel und Co. heute auch mit etwas Pech gegen eine starke Dassendorfer Willensleistung. Lobende Worte findet Sven Müller trotzdem bei Julius Opaschowski.
Heute hat der Wille den Unterschied gemacht, vielleicht auch am nächsten Freitag zu Gast bei Ham United.